Ja, und hallo zusammen. Es ist wieder Montagvormittag. Ich habe jetzt hier gerade mein gesamtes Equipment hier aufgebaut. Geht dann auch gleich los. Heute bin ich ein bisschen später dran als sonst. So, und dann kamen jetzt hier heute auch noch Pullis und T-Shirts an hier von meiner alten Universität hier, wo ich studiert habe. Die wollte ich eigentlich damals auch schon immer mal haben, aber habe dann immer die Bestellgelegenheit sozusagen verpasst. Gut, dann geht es wieder los hier mit dem Klavierunterrichten. Ja, und jetzt hier am Dienstagmittag. Ich bin wieder im Studio, bin gerade hier aus Bamberg wieder angekommen. Mein Equipment steht schon komplett, die drei Kameraperspektiven. So, hier die Sony Alpha 6400. Dann hier oben das iPhone 10. Und hier noch ein iPhone 12 Pro. Und natürlich dann auch hier noch auf dem Kanal 4 das Screensharing hier. Kann die Größe verändern, kann auch hier Dinge markieren. Da werde ich jetzt gleich hier unterrichten und danach geht es dann wieder nach Gerchsheim zum Präsenzunterricht. Und heute Abend dann eventuell wieder Videoschnitt, wenn ich noch dazu komme. Ich habe jetzt nämlich mit dem aktuellen Vlog noch gar nicht angefangen mit dem Schneiden, aber ich habe immerhin schon mal alle Daten schon mal hier auf den Mac Mini M1 rübergeladen. Dann mache ich mich jetzt mal an die Arbeit. Ja, und hallo. Mittwochvormittag haben wir es jetzt schon. Jetzt fange ich hier gleich an, online zu unterrichten aus meinem Studio. Jetzt habe ich Zeit, mich noch ein klein bisschen einzuspielen und dann geht es auch schon los. Danach geht es dann wieder nach Gerchsheim zum Präsenzunterricht und direkt danach, dann am Spätnachmittag, geht es dann gleich wieder hier zurück, wo ich dann weiter bis in den Abend dann online unterrichte. Ich habe jetzt gestern auch mein Vlog vorbereitet zum Schnitt und auch noch ein weiteres Video, wo ein Schüler von mir performt hat. Kann ich euch ja dann mal oben verlinken, falls ich das dann fertig kriege, wenn dieser Vlog hier online geht. Alles klar, dann noch ein bisschen einspielen und dann geht's los.
Ja, und guten Morgen jetzt hier am Donnerstagvormittag. Ich bin schon wieder hier im Studio, habe schon dann gleich für den Online-Unterricht dann hier wieder meine ganzen Kameras am Start. Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, um jetzt hier an meinem Vlog hier weiterzuschneiden. Da habe ich auch schon ziemlich viel geschafft. Hier, da muss ich jetzt hier noch ein paar Sachen kürzen. Und dann kann der dann wieder diesen Sonntag online gehen. Nach dem Online-Unterrichten fahre ich dann wieder nach Künzelsau zum Präsenzunterricht den ganzen Nachmittag. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich erst morgen wieder, vielleicht auch dann später noch, wenn ich dann in Künzelsau auch nochmal die Kamera einschalte. Mal sehen, wie ich da dann Zeit habe. Ja, und guten Abend. Jetzt bin ich hier gerade noch in Künzelsau, habe gerade hier noch ein bisschen geübt, habe gerade eine kurze Unterrichtspause. Jetzt geht es dann gleich wieder weiter. Morgen sehen wir uns dann wieder in Haßfurt und auch in Würzburg im Frauenland. Bis morgen dann. Ja, und fertig für heute jetzt hier in Haßfurt. Das war jetzt heute hier mein letzter Freitag vor den Ferien sozusagen. Jetzt morgen geht es dann weiter am Samstag wieder im Frauenland in Würzburg und auch bei mir zu Hause im Studio. Aber wir sehen uns ja auf jeden Fall dann nochmal morgen. Ich packe jetzt hier alles zusammen, fahre nach Hause und mache dann Feierabend. Heute werde ich nichts mehr schneiden. Da habe ich jetzt die letzten Tage schon genug geschafft. Den werde ich dann morgen Abend vollenden, meinen aktuellen Vlog. Und bis morgen. Ja, und hallo zusammen. Ich bin jetzt wieder hier im Frauenland. Jetzt übe ich hier zuerst noch ein bisschen was. Und danach unterrichte ich dann wieder hier auf meinem Klavier. Nachher dann am Spätnachmittag, wenn ich hier zu Hause bin, dann aus meinem Studio online. Ich werde mich auch dann jetzt schon mal von euch verabschieden. Ich werde dann nachher noch mein Vlog komplett fertig schneiden, auch noch ein anderes Video. Aber dazu dann mehr im nächsten Vlog. Und das war's dann auch für diese Woche. Ja, nächste Woche habe ich dann noch 4 Unterrichtstage von Montag bis Donnerstag hier in Bayern. Und dann sind Schulferien. Euch schon mal einen schönen Sonntag und dann bis nächste Woche.